Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir berichten heute vom Tag der Wirtschaft 2007, wo der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft die Unternehmer des Jahres kürt. Der Innovationspreis ging in diesem Jahr an die Automanufaktur Wiesmann. Den Auftakt für den diesjährigen Tag der Wirtschaft bildete die elegante Gala-Nacht der Wirtschaft im Kongresszentrum Düsseldorf. Heute wird der Unternehmerpreis 2007 zum ersten Mal in drei Kategorien vergeben. Wir haben es gerade schon gehört, es wird spannend. Ich habe hier drei Umschläge, die sind aber noch versiegelt. So, der Preisträger ist Friedhelm und Martin Wiesmann aus Dülmen. Gemeinsam erhielten sie den Innovationspreis für ihre Visionen und unternehmerischen Mut. Ja, wunderschön, oder? Und nun darf ich die Herren Wiesmann zu mir bitten. Was verbinden Sie mit dem Unternehmen Wiesmann? Innovation. Wenn man das denkt, wie er begonnen hat, und wenn man das denkt, dass wir heute nicht mehr mit unseren Löhnen mithalten können, sondern wenn ich an eine Sache denke, die Zukunft in der Globalisierung besteht für uns Unternehmer nur durch Globalisierung. Und die Globalisierung findet nicht statt, indem wir die billigsten Löhne haben und die billigsten Lohnnebenkosten haben, sondern indem wir Brain haben und Kreativität. Und diese kreative Intelligenz, ja, das ist das, was Wiesmann auszeichnet. Und da kann ich nur sagen, Chapeau, dafür bräuchten wir noch viele mehr. Und auch am Folgetag standen die Unternehmer im Mittelpunkt. Gestern Abend gab es, um in diesen Tag hineinzustarten, die Nacht der Wirtschaft, auch hier an diesem Ort. Und seit gestern Abend sind die diesjährigen Preisträger des Unternehmerpreises bekannt. Und wir wollen heute Morgen nochmal die Gelegenheit nutzen und offiziell den Preis zu übergeben. Aus dem Münsterland, aus Dülmen, die Brüder Friedhelm und Martin Wiesmann von der Automanufaktur Wiesmann. Unter großem Applaus nahmen die Preisträger ihre Auszeichnung und die Glückwünsche von BVMW-Präsident Mario Ohofen in Empfang. Ebenfalls unter den Gratulanten war Bundesarbeitsminister und Vizekanzler Franz Müntefering. Verliehen wurde der Unternehmerpreis durch den Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, der 150.000 kleine und mittelständische Unternehmen repräsentiert. Wir sprachen mit den Brüdern Wiesmann über die Gründe ihres Erfolges. Und das ist ja unser Hauptanliegen, ein Auto zu machen, wo sehr viel Emotion auf den Kunden übergeht. Und Grundlage dafür ist einfach ein perfekt ausbalanciertes Auto. Wir bringen ungefähr 160 Tage im Jahr zusammen, wo wir auf Messen, Veranstaltungen, Events sind. Und das ist, glaube ich, über die vielen Jahre unser Erfolgsgeheimnis. Das war unser Bericht über den Tag der Wirtschaft 2007 in Düsseldorf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.